Mach sie du jetzt. Yo, moin Leute und herzlich willkommen bei den Smoke Brothers. Heute mit einem neuen Video. Wir zeigen euch unsere Top 5 der Adalia-Sorten. Seid gespannt. So, Flo erzählt euch erstmal was zu den allgemeinen Schnitt. Der Schnitt bei den Adalia-Sorten ist immer mittlerer Schnitt, würde ich sagen. Ist jetzt nicht der feinste, ist aber auch nicht der gröbste Schnitt. Den es gibt immer so ein schöner, ausgewogener Schnitt. Kommt natürlich auch auf die Produktion drauf an. Genauso wie es bei jeder anderen Tabaksorte ist. Aber an sich mittlerer Schnitt. So, genau. Und jetzt erstmal unser Platz 6. Den lassen wir ein bisschen außen vor, weil ist nicht für jedermann was. Der Adalia Doppelapfel 2-App ist eine Mischung aus einem schönen grünen Apfel und Bratapfel, der sehr anislastig ist. Aufgrund der Anislastigkeit müsst ihr auch sehr aufpassen, was die Hitzeverteilung angeht. Ich würde euch empfehlen, raucht den in der Tradi, raucht die schön ein mit Doppelapfel. 3 Kohl, aber ein bisschen nach außen gelegt, schön im Tonkopf. Wie gesagt, zu viel Hitze knallt euch das Anis übelst die Birne weg. Dann schmeckt das Ganze nur noch nach Lakritz. Ja, der süße Apfel kommt gar nicht dann so sehr raus. Also schön aufpassen. Uns schmeckt da manchmal sagt man auch überhaupt keinen Bock drauf. Auf jeden Fall Geschmackssache. Kommen wir nun zu Platz 5. Den Double Yellow von Adalia ist eine Mischung aus Melone, also aus Wassermelone und Honigmelone. Ja, gibt es nicht viel zu sagen, ist halt relativ süß alles, sehr leichter Geschmack. Und da haben wir schon die erste Besonderheit bei den Adalia-Sorten. Wenn ihr einen Tabak habt, der Mitte letzten Sommers 2020 hergestellt wurde, habt ihr hier eine Nummer drauf, eine 24 in dem Fall. Diese Adalia-Sorten müsst ihr noch mit Shot kaufen. In Online-Shops sind die mittlerweile wieder alle ohne Shot, weil sie mittlerweile wieder zurückgerudert sind. Das war ein ewiges Hin und Her mit Shot, ohne Shot. Wie machen wir es denn nun? Ist wegen dem deutschen DBD-Gesetz leider so ein bisschen verwurschtelt gewesen. Ab jetzt gibt es die Sorten immer noch ohne Shot. Aber wenn ihr die in Shops kauft, da sind manchmal noch alte Bestände, da müsst ihr auf diese Nummer achten. In dem Fall eine 24, da gibt es passende Shots dazu. Das sind so 20 Milliliter Shots, die müsst ihr dazugeben, das ordentlich einziehen lassen. Dann könnt ihr den auch rauchen. Jo. So, geht's gleich weiter mit unserer Nummer 4, den Adalia Blue. Sollte auch jeder schon mal geraucht haben. Ein ganz normaler Blaubeertabak, so wie es aus jeder Shisha-Bar kennt. Blaubeer geht eigentlich immer, außer ich habe mich da satt geraucht von. Ja, gibt's eigentlich nicht viel zu sagen. Kann man machen. Ist eigentlich ein Muss. Muss man aber nicht. Doch, muss man schon. Muss man mindestens einmal probiert haben. Ja, ganz simpel, Blaubeer. Ihr habt bei dem Double Yellow nicht mal gesagt, was das ist. Doch. Melone, Honig, Melone. Nein, das ist nicht. Doch, da war so Melone. Ich hab das hundertprozentig gesagt. Ist eine Mischung aus Melone, also aus Wassermelone und Honigmelone. Wassermelone und Honigmelone. Nächster. Kommen wir nun zum dritten Platz. Das ist der Code Dragon. Das ist ein Cola Energy Tabak. Wirklich eine sehr schöne Cola-Note. Erinnert ein bisschen an die Haribo Cola-Fläschchen, die es da zu kaufen gibt. Sehr süß, wirklich sehr schön vom Geschmack her. Auch Rauchentwicklung echt top bei den Sorten. Können wir nur empfehlen. Ist wirklich ein sehr guter Cola-Tabak. Ja. Lass mal ein bisschen auf die Pfeife machen. Damit die Hitze ballert. Genau. So. Unser Platz Nummer 2, der Adalia Punkman. Eine Mischung aus Blaubeere, Himbeere und Erdbeere. Sehr fruchtig, auch sehr süß zu rauchen. Ganz wichtig ist nochmal bei den Adalia-Sorten, die wir jetzt vorgestellt haben, wir haben hier keine Minze oder sonst was dabei. Das sind noch diese, ich sag mal, älteren trockenen Sorten. In den neueren Tabaksorten ist ja überall Minze dabei. Das drückt natürlich ein bisschen mehr in der Lunge. Ist nicht so, als ob ihr wirklich Luft ziehen würdet. Aber Punkman hat uns sehr gut geschmeckt, würde ich euch auf jeden Fall auch mal empfehlen. Genau, kommen wir nun zu unserem All-Time-Favorite von Adalia, den ultimativen Law 66. Ihr seht, wir haben schon ein paar Dosen hier stehen. Zum Geschmack, wir haben Honigmelone,
Ey. Das sieht man doch. Nein, du hast falsch rumgelegt. Ach so. Honigmelone, Maracuja, Minze und ein Touch von Wassermelone. Aber das ist gar nicht so wichtig. Wisst ihr auch warum? Weil das überhaupt nicht so schmeckt. Das schmeckt einfach nur absolut geil. Nice. Genau. Also wenn ihr dran zieht, könnt ihr nicht die einzelnen Sorten definieren. Das ist einfach ein fruchtiger, süßlicher Geschmack. Ein bisschen Minze, die jetzt dabei ist, ist wunderschön im Gegensatz zu den anderen. Ist ein bisschen kühler, ein bisschen frischer der Tabak. Echt, Adalia Love 66, haben wir uns verliebt in den Tabak. Den müsst ihr unbedingt probieren, wenn ihr das noch nicht getan habt. Ist auch in jeder Shisha-Bar vertreten. Auch hier wieder aufpassen mit dem Jahrgang von dem Tabak. Seht ihr ja auch die 66 als Nummer. Einfach nach den Shots gucken. Mittlerweile wird er wieder ohne Shot verkauft, wie vorhin schon gesagt. Einfach ein bisschen drauf. Wir brauchen mehr Dunst. Wir brauchen mehr Dunst. So. Das waren unsere Top 5 in Klammern 6 Lieblings-Adalia-Sorten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Like das Video. Lasst ein Abo da. Mann, cool. Lasst einen Kommentar da. Du wolltest schon die Anmoderation machen. Ja, folgt uns auf Instagram. Facebook haben wir leider nicht. Bis dahin, guten Rauch. Eure Smoke Brothers.